Wir sind heute wieder auf dem Straußenhof Heidekreis. Und was machen wir heute? Chachuka. Und zwar ein XXL-Chachuka-Ei haben wir dafür. Wir machen es mit einem Ei. Wenn ihr nicht so ein Ei habt wie wir, könnt ihr das mit 25 oder 30 Eier machen. Wir machen es also heute extra groß. Wir hatten schon Chachuka auf dem Kanal. Wir hatten die arabische Version und was aber noch? Mexikanische. Genau, und jetzt kommt die afrikanische Version. Weil wir haben das Straußenei. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir das Ganze machen und wenn ihr sehen wollt, wie wir dieses Ei darauf zubereiten, dann schaut euch dieses Video an. Viel Spaß! Kurz ein Setup, wir nehmen unsere Kugel, die haben wir letzte Woche ja vorgestellt. Da drauf haben wir das Barbecue-Kreuz von der Grillshow, damit wir ein bisschen Abstand haben, damit wir nicht zu dicht dran sind. Und man kann darauf ideal so eine Pfanne stellen, man kann da auch ideal einen Dutch-Ofen stellen. Wenn man sie nicht braucht und nur einfach Dutch, dann kann man da auch toll den Deckel drauf ablegen. Den Deckel einfach drauf, dann liegt da nicht ein Gras mit der heißen Kohle. Damit kann man viel machen, das werdet ihr bestimmt öfter bei uns sehen. Das ist ein tolles Werkzeug und das könnt ihr bei der Grillshow kaufen. Macht das. So, ich überlasse dir die Pfanne, ne? Ich gehe dann zur Seite. Wir haben übrigens eine 50er Pfanne. Ich gebe die Zwiebeln rauf, bis sie glasig sind. Das spritzt. Wenn jetzt ein Maker sich um die Zwiebeln kümmert, weißt du, kümmere ich mich kurz darum, dass der Kreuzkümmel ein bisschen angestoßen wird. Kreuzkümmel immer ein bisschen anstoßen, ein bisschen anrösten. Viele mögen ja Kreuzkümmel nicht, weil er so intensiv schmeckt. Einfach ein bisschen anrösten, dann wird er milder. Und es könnte einfach Kreuzkümmel da sein. Es duftet auch herrlich, wenn man es anstoßt. Also, da werden die ätherischen Öle freigesetzt. So. Soll ich das jetzt mitrühren? Ne, 30 Sekunden anrösten lassen. Danke. Guck mal, ich habe hier Knoblauch, den habe ich gerieben. Das ist schön für den Knoblauch. Da wurde unser Video gecrashed. Den gebe ich dir mal mit so auf die Spur, so mit ein bisschen mit drauf, auf die Zwiebelspur. Kannst du jetzt mit verteilen, ein bisschen mit anbraten. Duftet auch das gut. Jetzt darfst du einmal den Kreuzkümmel so ein bisschen umrühren, damit er nicht verbrennt, sondern nur angebraten wird. Lass mich raten, nur in der Mitte? Ja, da braucht eigentlich nur so 30, 45 Sekunden, dann ist er genug angeröstet. Siehst du ja schon, dass er sich verfärbt hat und er fängt ja schon an zu dampfen. Das ist dann der richtige Zeitpunkt, um ihm ein bisschen Feuchtigkeit zu geben, damit er nicht verbrennt. Dann gebe ich dir schon mal ein bisschen Salz dazu. Wenn die Paprika so leicht weich wird, so wie bei dir jetzt, ne? Dann gehen wir mal die Tomaten zu. Ich habe hier schon mal 4 Dosen ausgepackt. Wir müssen mal gucken, wie wir die brauchen. Ach, wie toll. Mit 4 kommen wir nicht aus. Mit 5 vielleicht. Nee, das sieht eher nach 8 aus. Was? E8. So. Jetzt gehen wir den Deckel drauf, um auch ein bisschen Oberhitze drauf zu kriegen. So. Jetzt warten wir so 5 bis 10 Minuten, bis die Tomaten ein bisschen dunkler geworden sind. Und dann kommen die restlichen Zutaten dazu. Ja, wir sind jetzt da, wo die Eier herkommen im Prinzip. Richtig, ne? Ja, genau. Das heißt, wir haben hier das Männchen. Genau, unser Engelbert Strauß mit TH. Ja. Und dich kenne ich schon. Ja, das hast du letztes Mal auch schon gemacht, ne? Genau, das ist eine von 3 Hennen hier in diesem Gehege. Unsere Zuchtgehege sind halt immer mit einem Hahn und 3 Hennen bestückt, die uns die Eier liefern, um Nachkommen zu ziehen und schlüpfen zu lassen. Genau. Wie viele Eier legen die? Legen die wie ein Huhn auch täglich ein Ei? Ja, also die Legezeit ist dieses Jahr zumindest zwischen März und vermutlich August, Anfang September. Und je nachdem, wie das Wetter ist, 30 bis 50 Eier in dieser Zeit. Also man kann sagen, zwischen 2 und 3 Tage immer ein Ei pro Henne. Ja. Also nicht täglich? Nein, nein. Haben nein. Nicht so viel zu tun wie ein Huhn? Nein, nein. Also ist das eigentlich das Lied, ich wünschte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun, ein Strauß viel besser? Ja, definitiv, ja. Ja. So, und dann ist halt auch so August. Und dann hören sie auf, dann gehen sie in Winterruhe. Ne? Also okay, also gibt es da einen Grund für? Oder? Ja, das hat mit den Sonnenstunden zu tun. Also die brauchen halt viel Sonne für Vitamin D und die Eiproduktion.
Und dann wird die Temperatur auch schon wieder ein bisschen flacher werden und das merken sie. Und dann hören sie auf, dann legen sie, oder dann stellen sie das Legen ein. Ja. Und die sind nicht zum Essen. Ich meine, die versucht mich jetzt die ganze Zeit zu essen. Nein, also kann ich mich nicht. Die sind vermutlich ein paar mehr Jahre hier bei uns als Zuchttiere. Ja. Okay. Wie lange leben sie so und wie lange geben das ganze Leben lang Eier? Oder? Also sie leben 50 bis 60 Jahre. Wie lange sie Eier geben, das wird nachher weniger werden im Alter, weil die Leistung einfach auch abnimmt. Ja, ich rechne mit 20, 30 Jahre bei uns. Ja. Und hier kann man halt sagen, er hier ist der zahmste und ruhigste. Sie ist die bissigste, ne? Ja. Sehr neugierig halt, ne? Also unseren Elvis zum Beispiel, den könnten wir so jetzt nicht streicheln. Okay. Also den anderen Hahn. Er hier ist wirklich sehr, sehr anhänglich. Deswegen stellen wir uns auch hier hin und nicht beim anderen. Weil wir hier besser erzählen können. Und grundsätzlich ist es halt, umso röter der Schnabel und die Beine, desto aggressiver sind sie. Das ist halt wie so eine Tanknadel beim Auto. Wenn es in den roten Bereich reingeht, dann muss man aufpassen. Okay. Du bist ja noch ein bisschen blass. Genau, er ist jetzt gerade wieder ein bisschen blass. Und daran sieht man halt auch, dass so langsam das Eilegen abnimmt. Ne? Ah, okay, es wird also halt weniger. Der Schnabel ist dann auch wirklich nur zur Zeit, wenn die Eier eigentlich gelegt werden, dass sie dann auch aggressiver sind. Genau, dann ist halt sind mehr Hormone drin, mehr Testosteron. Und dann sind sie halt auch sehr, sehr aggressiv. Im Winter kann man mit denen kuscheln. Ja. Wobei er, wie gesagt, das ist ein ganz feiner. Da kommen wir nochmal im Winter wieder. Ne? Du magst das immer. Aber weißt du, deine Frau hier, ne? Also eine Frau hier, die ist so ein bisschen bissig eigentlich heute. Ja. Die ist ein bisschen schlecht drauf. Die, ne? Die hat Hunger, würde ich sagen. Wie läuft das ab, wenn du versuchst, die Eier zu kriegen? Ist das dann, wenn er hier dabei ist und... Ist das dann? Also sobald hier ein Ei liegt, wird er schon anders und er genau weiß, wenn ich morgens bei meinem Futterrundgang dann die Eier mit einsammel, dann passt er schon auf. Und dieses Gehege ist halt, dieses Gehege hat das Nest in der Hütte und er steht halt immer in der Hütte und passt auf. Ne? Man muss ihn erstmal rauslocken. Genau, man muss ihn rauslocken oder man muss einfach mutig sein und reingehen. Okay. Wobei das ist dann auch sehr heikel. Ja. Also er hat halt, so wie alle anderen Hähne, er hat seine Haupthenne und dann die Nebenhenne. Ich würde sagen, du bist die Haupthenne. Ja, man sieht es auch auf dem Rücken. Da sind die Federn so ein bisschen abgeschürft vom Decken her. Ne? Du bist die Haupthenne. Das Gefährliche sind halt die Füße. Also wenn er damit tritt, dann ist halt ganz schnell ein Leben erloschen. Okay. Ja, die sehen ja auch schon ziemlich stark aus. Genau. Schmeckt. So, und ich sage immer Dino zum Strauß, weil wenn man hier jetzt mal guckt, hier hat der Strauß eine Kralle. Siehst du das? Ja, okay. Am Flügel, ja. Und die Füße sind halt auch noch total Dino. Wenn die so lange zusammenleben, sind sie dann irgendwann auch wirklich anhänglich? Also sind sie zu dir anders als zu anderen Leuten, die vorbeikommen? Ich habe es ja einmal gesehen, wie dein Vater vorbeifährt mit dem Auto. Ja. Da gehen sie auch hinterher. Mhm. Das Auto kennen sie ja. Genau, das Auto, den Ranger, den kennen sie. sicherlich erkennen sie uns auch. Ne? Die wissen genau, wer klaut das Ei, wer ist lieb und wer füttert. Aber du klaust ja das an. Das ist lieb? Ich bin eigentlich der Rivale. Ja. Achso, okay. Ja. Farbenmäßig, ich meine, du trägst grün. Ja. Ist das denn so eine gut gewählte Farbe bei Strauß? Oder? Ja, weil grün ist wie das Gras. Gras mögen sie gerne. Okay. Ist halt eine schöne Farbe. Also rot mögen sie nicht so gerne. Genau. Die Eier wurden ja leider schon geholt. Wir können also nicht zeigen, wie spaßig es für dich ist, diese Eier jetzt rauszuholen heute. Nee. Da es halt Speiseeier sind, müssen die halt auch relativ schnell in die Kühlung. Wie ist das eigentlich mit den Speiseeiern? Hast du jetzt... Na du? Du bist viel lieber als sie. Ganz ehrlich. Guckst du dann, wie groß das Ei ist, ob es ein Speiseei ist oder ob es ein Zuchtei ist?
Genau, also wir haben ja noch ein weiteres Gehege, was nur für die Speiseeiproduktion da ist. Wenn jetzt aber ein Ei, was extrem klein ist, was eigentlich aus dem Zuchtgehege kommt und dadurch, dass es so klein ist, nicht zum Bebrüten gemacht ist oder geeignet ist, dann kommt es schon mit in den Speiseeiverkauf, in den Hofladen oder Online-Shop, ne? Okay, also immer gucken, wie groß es ist, Genau, ob es ein oder es vernünftiges. gibt auch Eier, die sind vernarbt, also da sind halt dickere Stellen drauf oder, wo das Küken halt auch mehr Kraft aufwenden muss und sehr wahrscheinlich nicht rauskommt. Auch das ist halt ein Speiseei, ne? Ich gebe jetzt die restlichen Zutaten hinzu. Das ist einmal geräuchertes Paprikapulver und natürlich Brühe. So, Make hat das Ganze schon mal vorbereitet. Alles, was ich jetzt machen muss, ist, mir so eine kleine Mulde zu machen, wo ich das Eigelb nachher platzieren will. So ein bisschen zur Seite, damit sich das Eigelb da gleich sammeln kann. Obwohl das Eigelb ja recht schwer ist, habe ich schon herausgefunden. Das sucht sich seinen Platz. Das Eiweiß verteilt sich recht gut. Bin gespannt. Ja, also normalerweise ist es ja so, wir machen Rezepte immer das erste Mal. Und ganz selten haben wir schon mal ein Rezept vorher gemacht. Das haben wir tatsächlich jetzt ja schon einmal geprobt. Wir haben ja Gott sei Dank schon Übungsmaterial gekriegt. Und somit kann ich auch sagen, ich habe es einmal jetzt geschafft, dieses Ei aufzukriegen. Ich weiß, du hast mit Gerrit schon mal ein Video gemacht. Da habt ihr ja so einen Flaschenhals gemacht, weil ihr Rührei machen wolltet. Ich Omelette. habe. Ich, Omelette, genau. Das Video gibt es übrigens bei Gerrit auf dem Kanal zu sehen. Ich mache das ein bisschen größer, weil ich versuche, das Eigelb ganz rauszukriegen. Beim ersten Mal hat es nicht ganz geklappt, da hatte ich noch eine kleine Kante, hat mir das Eigelb aufgerissen und lässt das Eigelb zu laufen. Das wollte ich nicht. Deswegen gehe ich wieder so ein bisschen im Kreis. Man hört auch langsam, tut sich was. Dieses Ei übrigens, Leute, hat ungefähr eine Menge von 25 bis 30 Hühnereier. Aber Cholesterin weniger wie ein Hühnerei. Also super spannend. Na? Na? Hier kam auch gerade eben schon Eierschale entgegen. Wird man wahrscheinlich im Video auch sehen. Melke hat gesagt, ich darf das nicht zu sehr kaputt machen. Sie würde es noch gerne anmalen. Weil sie da hinten ja gerade lernt, was man mit Eiern schon das machen kann. Okay. So, jetzt muss man. Jetzt habe ich ja. Ich habe die Schutzhaut noch darunter. So. Ja, ich hoffe, das ist groß genug. Ich glaube es nicht. Ich auch nicht. Und dann muss man das vorsichtig erstmal wegmachen, die ganze Eierschale, die ist nämlich ein bisschen dicker als beim normalen Ei und darauf müsste man nicht so beißen. Oh, also die ist ja wirklich sehr stabil, die Schale, muss man ja mal sagen. Du würdest nicht aus diesem Ei rauskommen als Küken. Ich war nicht immer ein sehr williges Kindchen, was immer irgendwo hin wollte. So, ich nehme noch ein bisschen Ecken weg. So, jetzt haben wir wirklich mehrere Kanten, die ich nicht haben wollte. Die habe ich jetzt aber drin und wir versuchen es jetzt trotzdem. Jetzt nehmen wir die Schale, jetzt nehmen wir die Haut, Haut. die Eihaut. Die Eierhaut vorsichtig weg. Reinkneifen, wegziehen hat letztes Mal sehr gut geklappt. Und ich mache das. Oh nee, letztes Mal habe ich mich auch nicht voll gesüppt. Diesmal werde ich mich voll süppen. Ne? So, jetzt mache ich das wieder drüber, damit da reinlaufen kann. Weil wir haben ja nicht genug Ei sonst. Macht das nicht für ein paar Leute. Macht das nicht für drei, vier Leute. Macht das, wenn ihr Gäste habt. Macht das, wenn ihr Besuch erwartet. Nein, es geht wieder. Heute also ein bisschen hin. Oh. Da geht noch mehr, ne? Da ist noch mehr drin, ne? So. Es ist nicht so schön mittig, wie ich das gehabt hätte gerne. Aber es wird, keine Sorge. Und das ist einfach kochen lassen? Oder? Das lassen wir einfach kochen, da geben wir jetzt den Deckel noch drauf. Damit wir Oberhitze haben, damit es nicht zu lange dauert. Ja. Wichtig dabei ist, der Deckel sollte oben zu sein. Damit keine warme Luft entweicht. Warme Luft steigt nach oben. Und wenn ich das lassen wir jetzt so stehen. Und ab und zu gucken wir mal, wie das Ei aussieht. Und das Eigelb durch ist. Also das Eiweiß ist ja
eigentlich rennt recht schnell durch das Eigelb, braucht länger. Und es sieht dann noch so ein ganz klein bisschen dottrig aus, habe ich festgestellt. Aber dann ist es durch und dann ist es richtig schön fluffig. Ich denke mal, so eine halbe Stunde werden wir trotzdem warten müssen. Nach ca. 10 Minuten steht das Ei schon blasen, wird schon weiß, das Eigelb wird auch langsam fester. Und das ist die Zeit. Jetzt kommt so ein bisschen Schafskäse drauf, um das Ganze noch mal ein bisschen schmackhafter zu machen. So, und wenn wir dabei sind, ist es der richtige Zeitpunkt, um ein bisschen was drauf zu geben an Kräutern. Ihr könnt jetzt nehmen Koriander, ihr könnt nehmen Petersilie, ihr könnt beides nehmen. Ihr könnt aber auch Basilikum nehmen, wenn ihr wollt. Ich nehme heute nur Koriander und schnippe das einfach so ein bisschen. Das sind jetzt alle Zutaten, die dazugehören. Decke wieder drauf. Und warten, dass das Eigelb stockt. Es duftet nicht nur gut, es ist auch fertig. Wir holen uns jetzt ein schönes Stückchen raus. Und zwar mit Eigelb und Eiweiß. Das Eiweiß ist hier auch überall verteilt. Ein bisschen Käse. Und wollen mal gucken, wie es dann schmeckt. Oh ja, es ist stichfest. Ja, noch größer, komm. Wisst ihr, was davon abgeben? Komm, wir nehmen das schönste Stück einfach. Ein bisschen Käse drüber schieben, so. So, das nehmen wir. Ideal. Wenn du es rauskriegst. Ja, ein bisschen. Ja, 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 ja. Jetzt noch schön draufkriegen, so. Ein bisschen frische Koriander noch oben drauf. Man kann nicht genug drauf haben, wer Koriander mag. Essen wir nur damit oder kriegen wir irgendwie Gabeln oder Löffel? Was für Gabel und Messer? Das ist ein afrikanisches Essen, da isst man das so. Hier ist dein Besteck, Schatz. Ja. Also, wir machen das mit Dürüm, ihr könnt aber auch was anderes nehmen. Wie nimmt man das Ei? Ich nehme ein bisschen Tomate, da ist ja auch Geschmack drin. Und dann nehme ich das vom Eigelb ein bisschen was. Komm. Das war so egoistisch, ne? Nee, das war gar nicht. Wir wollten einfach nur gucken, wie es schmeckt. Ja, na klar. Ja, wenn es nicht schmeckt, kann man dich da nicht einladen dazu. Ja, sehr gerne. Aber ich muss mal diese afrikanische Essensart noch mal ein bisschen verstehen. Schmeckt sehr, sehr gut. Das ist genauso wie in Indisch, hast du auch nicht mal. Nicht nur das Brot. Brot und schraubst es dir rein. Und dann sollte man dich nicht... Du hast Glück gehabt, du hast vom Boden gefallen. Ist aber lecker. Ja, wollte ich hoffen. Ne? Wir haben uns auch zurückgehalten mit der Schärfe. Aber man merkt es ganz leicht. Aber nicht so doll. Richtig. Damit andere auch mit essen können. Wenn wir das für uns gemacht hätten, jetzt nur, wäre auf jeden Fall ein bisschen mehr Chili-Pulver drin gewesen. Bestimmt ein paar mehr Chili-Flocken oder auch eine ganze Chili. Vorher hält man nicht zurück. Mega, was schmeckt dir denn am besten? Eiweiß oder Eigelb? Nachdem du es probiert hast, probier es erstmal. Gelb. Eigelb? Ja, ich finde das Eigelb auch. Das Eigelb ist mega fluffig. Ich weiß nicht, ob man das hier so toll sehen kann. Ich hab's schön. Und dann mach du mal. Sag du mal dein Ei. Ich esse. Das ist sehr, sehr schön. Ich finde, Tatschuka-mäßig ist das so wirklich richtig lecker mit dem Ei. Klar, man kann es auch mit normalem Ei machen, aber es ist einfach fluffiger, finde ich. Wenn ihr mal so ein Schrauben-Ei habt und nicht wisst, was ihr damit machen sollt, macht mit Tatschuka. Ihr braucht nur eine große Pfanne. Mhm. Das ist super einfach, ne? Ja, ist super einfach. Man muss nicht viel machen. Es ist einfach nur köcheln und irgendwann ruft man alle Leute zum Essen. Oh, das ist so lecker. So, das war's auch schon. Wenn ihr eine andere Art von Shashuka noch sehen wollt, hier oben ist das Mexikanische. Hier könnt ihr uns abonnieren, unten noch die Glocke aktivieren. Hier kommt ihr auf unseren Kanal, um das Rezept zu sehen. Und hier ist noch ein weiteres Video. Das war's. Ihr wart bei Dauta. Und jetzt. Sizzle Zone.